Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zu Until Down. So, oh Gott, das ist eklig jetzt mit dem Feuer hoch und runter halten, aber ich habe schon was leuchten sehen. Ja, im letzten Part sind wir hier reingekommen und haben viel Neues erfahren. Oh nein. Ein Totem. Okay. Verlust-Totem war das. Okay, wir werden die Bude abfackeln, ich will wieder raus. Nur weil der andere mit dem Deo rumspielen möchte. Was war das jetzt? Schau dich um. Kann ich dort hinten zum Fenster wieder hin? Oh je, oh je. Ne. Ja gut, aber es bringt nichts, okay. Wir werden jemanden verlieren. Links war auch eine Tür. Nö, da ist. Der ist auch, das ist nur ein Schrank dahin. Ja. Okay, Duki. Okay, Doki. Das ist auch nichts. Ist auch nichts. Dann gehen wir mal durch die Tür. Boah, Alter, es ist creepy. Aber sieht nicht schlecht aus. Das ist halt. Bild. Ah, echt cool. Hinweis entdeckt. Familienporträt. Was ist mies? Seien zwei Schwestern dran? Ja, die Geräusche. Emil, Emil! Was war das wohl? Die Tür ist aufgegangen. Alter, das schaut creepy aus. Booyah! Hallo, ist hier jemand? Hab's im Keller oben. Das ist die Tür vorne. Okay. Oh. Hi Chris, wirklich witzig. Ja, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Schloss öffnen? Mann, mach die Tür auf! Tja, du musst halt noch das Deo finden. Das ist wichtiger. Was ist das da oben, bitte? Eine Maske. Eine Buh-Maske? Du kannst nur links. Hörst du wieder, hörst du wieder, hörst du. Links lang. Links. Da rechts. Ist ein. Warte. Da ist ein. Schalter. Schalterlicht. Geht noch nicht. Generator sind nicht an, hat er davor gesagt. Haben wir hier irgendwas? Creepy. Guckt erstmal hier um. Können wir da Licht anmachen? Nein, auch nicht. Kann ich mal Kerzen anmachen. Ist so lustig. Oh. Okay. Hinweis entdeckt. Abschlussballfoto. Oh, hallo, ich wollte es umdrehen. Mal gucken, ob hinten das drauf ist. Ah, ready for the senior prom. Bereit für den senior Abschluss. Hallo Sam, Mike und Emily. 2013, okay. Spielt ja in der heutigen Zeit, müsst ihr spielen. Ja. Da sind Türen. Da ist eine Tür. Ist zu, okay. Alle abgeschlossen, es war klar. Guckst du noch Gehen unten wir um. Mal, geht's da nach hinten auch? Ja. Dunkel, dunkel, dunkel. Nicht nach unten. Bleib doch erstmal in dem Stockwerk. Ja. Bleib erstmal in dem Stockwerk. Hast du überall Kerzen? Keine zündet an. Können wir da irgendwas aufmachen? Irgendein Fenster oder eine Balkontür in dem Fall? Aber wenn jetzt einer da vorbei rennt, Alter, kriege ich einen Herzinfarkt. Die Frage, hoch oder runter? Ach, hier sind wir. Okay, ja. Dann ich würde erstmal hochgehen, oder? Dann geh erstmal hoch. Unten ist er meistens am gruseligsten. Links oder rechts? Ach, da ist offen. Wahrscheinlich tut das Fenster schließen, oder?
Wenn ich mal das... Können wir nichts machen? Oh, ist das böse hier. Oh, ich will doch einfach bloß die Tür aufmachen. Hier ist auf. Das ist das Zimmer von Dings. Wo das passiert ist damals, wo sie es ja verarscht haben. Oh, das Knarzen von den Brettern. Ist auch auf. Boah, ist da dunkel. Hallo! Niki ist hier. Hier ist das Bad, okay. Da wird Theo drin sein. Und ba-bam! Ja, ist Theo. Ich will es eigentlich. Oh, Alter! So ein Dreck! Der war mies! Perfekt! Wow, wir geil! Wir doch hier draußen! Lebst noch! Oh. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit. Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Das war ein Bär oder ein Tiger. Ein Bär oder ein Tiger. Oh, du süßer kleiner Baby, viel Spaß. Baby. Wo lauter wein ich. Du wirst bald ein großer Junge sein. Alter. Der war böse, mies. Sweet Home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Warnen, oder? Ich würde fragen, was los ist. Hab dich und M gesehen. Also ich würde eher fragen... Ja, frag halt. Was... Wenn wir das auf die Fresse kriegen. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Misstrauen. Nee, er hat's ja nicht nur... Er hat's ja auch mit den Händen. Klar. Ja, klar. Bestimmt war das alles. Weißt du was? Denk doch, was du willst. Ist mir egal. Pass bloß auf, Mike. Ja, wir hätten einfach einen auch freundlich machen können. Weißt du, aber sie verarschte ja in dem Moment auch. Ja. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte, hast du was gesagt? Oh, hast du... mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Ich würde... Entscheid. Entschärfen, oder? Ich würde einfach sagen, hey Leute, kommt runter. Ist egal, scheiß drauf. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel! Hey, pass auf! Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir? Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Nee,
Ja, sie behandelt ihn auch wie Dreck, Alter. Ja, provozieren, komm. Jessica, halt endlich deinen Mund, okay? Nein, du bist derjenige, der sich aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten muss. Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit, du Schlampe. Machen wir endlich ernst? Ich bin nämlich mehr als bereit dazu. Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Was hat der für ekelhafte Hände? Zieh doch mal die Gästhütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Alter, wie behandelt die ihren Freund, du musst bitte? Sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Dann wieder halt zurück. Diese blöde Kuh. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Oh. Unglaublich. Diese blöde Kuh. Im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Oh, okay. Gott. Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Blond. Blond. Typ, sorry. Soll ich fragen? Wirklich? Wirklich? Ah. Es ist ja nur die Frage, soll man Dreier starten? Ja, ich wollte gerade sagen. Ups. Steuerung. Es hat nur gefehlt. Oh mein Gott. Oh, das ist eine Bank. Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch. Super Einfall. Selfies, oder? Okay. Ja. Selber das Bild schießen. Beide gucken. Wieso guckt die nicht? Wie guckt denn die? Das ist einfach Bilder schießen. Das ist einfach nur Selfies. Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass. Wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird jetzt vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Die geht ab wie Schmitzkatz. Der ist schrattig drauf wie nochmal was. Hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Ich reib mich an dir, bis du heiß wirst. Halt. Ich hab was gesehen. Oh, ein Schild. Hier ist wohl alles ein bisschen runtergekommen. Privatgrundstück Washingtons Anwesen. Sollten wir nicht erst den Generator anmachen? Normalerweise ja. Wo war der? Wo kommt der erst?
Gehen wir nochmal ganz kurzes Stück zurück. Ich weiß nicht, ob das geht. Irgendwo muss ja ein Generator sein, denke ich mal. Da kommt erst. Bist du sicher? Außer steht jetzt da rechts, aber da habe ich nichts gesehen, außer Bank. Ja. Ne, hier ist nichts. Ist nennt. Okay. Ich war nämlich der Meinung, weil er gemeint hat, wir müssen einen Generator anmachen, nicht dass er plötzlich. Oh, wer weiß? Wo? Wer weiß? Egal, im Dunkeln. So, viel besser. Dunkel, los! Ups, ups. Ich hab's irgendwie nicht so mit der Steuerung. Geradeaus. Rechts. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Oh. Ja, aber niemand wünscht man deinen Tod. Nee. Ah, ja, sie ist anstrengend. Aber mach's ihr nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schluss machen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Ja, sie hat schon recht eigentlich. Ja, in seinem Ding heißt Scheiß auf Emily. In seinem. Ja. Was kann ich dafür, dass sie nicht kapiert, was Zieleine-Schlampe heißt? Ja! Schau im Wörterbuch nach, Zähne, Schlampe! Alter. Der, hier haben wir jetzt. Was. Wahrscheinlich da der Generator drin. Ja, da liegt was. Was liegt da? Totem. Rot ist Gefahr. Gefahr-Totem. Vor der Hütte hier drin? War das jetzt? Warte mal, wir können das ja nochmal angucken. Hm. Mal um. Ja, weil dann muss da drinnen stehen. Kein so ein Dingensen dran. Hm. Okay. Mal sehen. Mach auf. Und Schalter. Boom. Sehr gut, Mikey. Und hopp. Boah, durch die Lautstärke wahrscheinlich. Achso. Blutsakrament, blutige Henneker-Blutige. Da war aber da drin noch ein Schalter, habe ich gesehen. Ach, der ist jetzt auch cool. Ja. Okay. Oh ja. Soll ich frage, was passiert? Ich denke, das werden wir erst im nächsten Part herausfinden. Ja, bevor wir hier weiterlaufen. Wie genau. War das hier auf... Option. Ja, egal. Aber ich mal sagen, das war's mit dem Part für heute. Es war wieder echt spannend zu erfahren, was so passiert. Im nächsten Part werden wir herausfinden, was auf uns zukommt und wer stirbt oder wer nicht stirbt. Oder und was für Viecher auf uns zukommen. Genau. Lasst einen Daumen und Kommentar da und bis zum nächsten Part. Ciao.